Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Need for Speed Pro Street mit dem nächsten Event und zwar Rogue Street Chicago Airfield. Ich guck mal drauf, ob wir eine Willi-Weltkämpfe haben. Ja, einen hätten wir. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Auf, war mit unserem Toyota. Naja, ich hab keine Preise unter der Haube. Also alles gut. Das passt schon. Denke ich mal. Ich guck mich schnell mal, ob wir wieder so schnell durch die Folge sind wie bei dem letzten Mal. Seht euch das an, auf dem Strip ist heute die Hölle los. Die Jungs drehen voll auf. Aber wisst ihr noch, letztes Jahr hatten wir auch eine unglaubliche Show. Carol Monroe von Aftermix war die unumstrittene. Wir fahren erstmal kurz in den Wettkampf. Ich denke, das wird das Schwierigste sein. Alles andere dürfte eigentlich no Probleme bereiten. So, ich werde doch kurz was trinken, dann bin ich sofort bei euch. Ich hab gesehen, Bradley Hunter, Gegner, den wir eben schon gesehen haben, das ist einer von Carols Team. Ah, nein, das wird nichts werden, Kollege. Ach, wie alt ist der? Oder 83 Meter, sagt er uns. Und das ist... Ah, Platz 1. Wunderbar. Dann haben wir das auch schon geholt. Das ist zumindest mal das Wichtigste. Das ist der einzige, wie ich... Das war der einzige, wo ich ein bisschen Panik vor hatte, aber... Ich weiß nicht, wie lange die Strecke insgesamt ist. Eine Halbmeile, das ist glaube ich 800 Meter oder so. Aber ich bin ja, bei der Viertelmeile sieht es dann werden wir da von der Hälfte fragen noch. Reife heißt das eigentlich. Wurde mal nachgelegt mit 194 Metern. Ja, es läuft. Es ist der beste Zeitlist hat 122 Meter. Derek Anderson, aber ich glaube, kommt nachher noch an die 190 ran. Kommt auch. Aber noch nicht zu früh freuen, erst nach dem nächsten Lauf, wenn der Leute links ist. Wieder wird der Hand damit umgegangen mit 193 PS. Ja, und liebe Leute, was macht ihr mit euren Autos? So, schöner maximaler Grip. Perfekt, dass der Wagen noch was hat. Sagt er. Ja, ich würde sagen. Gut. Das haben wir auch 7.500 Punkte, 6.600 Dollar. Das ist auch wunderbar, dass das so viel ist. Das passt auf jeden Fall. Perfekt. Wow, hey, hey, hey. Wenn das nicht Joe Tackett vom Apex Gleitteam ist, wie gut, dass er auf Drag Races steht, denn der Mann. Das Gute ist, wir müssen so auswendig reparieren, wenn er uns so anschreit. So, nächstes ein Halbball-Drag. Wir bleiben bei unserem Toyota Supra. Wir bleiben uns hier nicht anders. Wir haben ja sonst nichts anderes. Aber es soll mir egal sein. Ich bin sowas von happy mit dem Auto. Derek Anderson, Starter. Das Gute ist, die Strecke ist ein bisschen weitläufiger als eben. Deswegen kann man, wenn wir Glück haben, dürfen wir das nur nicht anecken oder so. Wenn sie noch so. Das ist kein richtiger Kampf, das ist einfach nur. Bitte. 11,71 und trotz des Fehlers. Ich habe nämlich zwei, drei Fehler eingebaut, aber es ist. Oh, der hat so einen Fehlstart gehabt. Ja gut, 12,16, die Zeit da unten. Die ist der einzige so ein bisschen gefährlich. Wenn er sich noch ein bisschen verbessern kann, kann er unsere Schwierigkeiten machen, aber ich hoffe, dass wir hier natürlich ohne Probleme durchkommen. Ne? Nächste ist Jimmy Sway mit dem blauen Pontiac. Jo. Stehen wir auf der rechten Seite, jetzt sind wir auf links.
Ups. Ich glaube, ich habe den auch zerlegt. Ah, ist aber nicht weiter tragisch. Die erste Runde war gut. Der nächste ist wieder. Egal. Ich hab einen Judah. Ich hab den gut an den Pontiac gekriegt. Hab den, glaube ich, auch zerlegt. Ich hab den Glück gehabt, dass er nicht ganz. Ich hab mich weitergeschoben, der wäre weg gewesen. Jawohl, das geht doch also. Und dann nochmal so viel neuen drehen. Ja, doch Mason. Der einzige, der so ein bisschen an uns rangekommen ist, mit einer 12-16 am ersten Lauf. Aber egal. Wir haben gewonnen. Das ist das Allerwichtigste. Dass das Ding auf unser Konto geht. Außerdem haben wir noch. Was ist los? Nein, nein, wir sind noch nicht weg. Okay. Alles klar, bin wieder da. Sorry. Also das Fahren, das mir Spaß macht, das findet ihr bestimmt total. Wir haben einen Streckenrekord gebrochen, aber deswegen haben wir nicht gewonnen. Wir können aber trotzdem unser Auto reparieren und keine Gutscheine mehr verwenden. Ist ja nicht mehr der tragisch. So, wir haben nicht gewonnen, leider. Eben hat man nämlich am zweiten Lauf, glaube ich, alles gewonnen. Nächste ist ein, nochmal ein Zettelbein weg. Okay. Na, kriegen wir schon heute hin. Und dann haben wir morgen noch ein Drag-Event und dann kümmern wir uns nächste Woche um die Dings. Um die Grip-Rennen. Dann haben wir da auch drei Folgen weg. Dann haben wir es Montag, jetzt haben wir auch nächste Woche das Grip. Dann fangen wir an dem Donnerstag an mit dem ersten King. Es wird nicht Akikimura sein, es wird unten links der King sein. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Dann Akikimura. Dann hier Kevin Monroe von diesem Event hier. Und danach die Woche dann der letzte King. Und dann darauf der Mittwoch. Der Rio Watanabe. Das ist der aktuelle Zeitplan. Das heißt, wir können an dem Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag vier Folgen direkt mit dem Run weitermachen. Gucken wir mal, wer da schon kommt. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich mache einfach eine Kappenlage. Dann passt das auch für die Folge. Das wird dann eher ein etwas kürzeres Verkleber, weil die Fahrzeit dauert ungefähr 2 Stunden. Reine Fahrzeit, aber da sind noch so viele Hintergrundinfos. So viel Story wieder noch. Ist schon cool, das Spiel. 7,41, sauber. Da dürfte auch wieder rankommen. Doch. 8,38. Aber der müsste sich auch eine Sekunde steigern, um auf den Zeitpunkt zu kommen. Nächste ist unser Freilos. Joe Deckel mit 250 PS. War das ziemlich ein 800 PS weniger unter der Arbeit. Egal. Mal 6-6. Ich glaube, das könnte noch schneller gewesen sein. Ne, weiß nicht. 7-4-1 war die Bestzeit. So, guck mal, ist das auch. Wow. Wow. 749, da ist sie wieder. Da ist wieder die 749, die wir eigentlich fast immer fahren sollen. Gut, 11.000 Punkte und damit dürfen wir es auch gewonnen haben. Easy. Okay, alles klar, jetzt sehe ich ihn. Und nochmal 5.000 mal auf die Kralle. Und hey,
Hört mal zu, Leute, das ist wichtig. So, das nächste ist wieder ein Viertelmeile. Wir haben noch Viertelmeile und Halbmeile. Wir fahren erst die Halbmeile. Dann haben wir das auch gleich. Dann haben wir die Viertelmeile, machen wir da ohne Probleme. Jimmy Sway ist der nächste Gegner. Ja, das Ding ist so meine Halbmeile hier. Drei Runden und dann passt das auch. Na, keiner. Das wäre mit 13,78 so. Ja. 2,5 Sekunden, fast 3 Sekunden weg. Das ist schon sehr viel bei dem Weg. Die beiden Viertelmeilen, die machen wir gleich. Machen wir eben. So, wollen wir kurz den Prozess. Dann haben wir dann nur noch ein Event. Morgen und dann die Woche, nicht die Woche rum, sondern einfach die Drag abgearbeitet. Wieder die Kriegen gar nicht mal danach. Die kriegen sie wieder zu 5 Folgen. Das wird nichts werden. Wir alle werden wieder zu 5 Folgen. Jetzt kommen wir 4 nur ein diesmal. Ich glaube, wir haben mal ein bisschen verbessert. Nee, doch nicht. Oh, ich hatte trotzdem einiger Schlenker nur ein 11,18 und jetzt mit dem ziemlich perfekten Runde eine 11,49. Okay. So, nächstes Bradley Hunter. Und wieder mal einer von Cavill's Laufbord. Aber die Erklärung ist leise. Jetzt kommen wir 2-1. Gut, dass das Anlegen nach dem Ziel jetzt war. Ah, es war knapp langsamer, aber es ist mir sowas von scheißegal. Wir haben es in der Tasche. $6,600 und 9,700 Punkte. Perfekt. Wie gesagt, das Einzige, was wir noch haben, ist die Grip-Rennen. Okay, wir haben hier viele verschiedene... Die werden noch mal ein bisschen was dauern. Moment mal, ich bekomme hier gerade einen Text. Sekunde, bitte. Okay, okay. Nein. Ja. Okay, bin wieder da. Ach ja, ich vergesse. Nächste Rennen, wieder ein Viertelmeilen-Rack. Gib ihm den nächsten Lauf. Zwei Läufe, zweimal haben wir noch eine Viertelmeile und dann sind wir auch schon fertig. Wieder. Die letzte Folge durch. Gut. Perfekt. .64, das ist keine schlechte Zeit. George Mason, der macht uns ein bisschen Druck. Der hat nur eine Sekunde Rückstand. Mal gucken, ob er sich nochmal steigern kann. Feines gegen Derek Anderson. Nummer 8,4, die war langsamer.
Ja, ich habe ich meine 7,49 nochmal. Mehr geht leider mit dem Progetter so auch ein PS-mäßig. Also mir egal, der kriegt das. Jetzt haben sie das sicher auch, wie ich den habe. War manchmal nicht der Fall, aber irgendwann ging's. Muss ja einen Renntag habe ich sogar offscreen noch fahren. Auf 3,4, yes! Ich habe nochmal die 4,9 gedrückt. Und dann hat Jimmy's Fair einen Fehlstart gemacht, aber soll mir vollkommen egal sein. Ohne Probleme geholt. So, perfekt. Den nächsten Punkt da und damit haben wir es auch dominiert haben. Moment. 12.000 gewonnen. Und nochmal 10.000 jetzt. 174.000 haben wir mit einer. Fast 175.000, oder? Nächste ist das letzte Ding hier, was wir noch haben. Und dann machen wir das noch schnell mit dem Viertelmeilen. Dann passt das auch perfekt in den Plan. Ach, Kollege, du bist doch wieder mal. Perfekt, Basisbürger noch. Ja, es geht halt zu langsam auf das Ende zu. Jetzt die Woche noch die drei Rennen schon noch passen. Ja, perfekt. Nächste Woche noch drei Ripple-Dings, Renntage, Events. Dann haben wir das easy gewonnen. Mit der 7,79 sagt der erste Lauf. Perfekt. Aber wir haben ja morgen nochmal. Morgen haben wir nochmal ein bisschen weg. Ja, morgen schön, dass jetzt die letzte Folge nicht was gekommen hat für diese Woche. Ja. Da waren wir nochmal deutlich schneller. Letzte Runde für dieses Event. Ich glaube, wir sind sogar wie sie überhaupt voll geschlagen. Das war also wirklich sehr gut. So, keine Chance im Gegner gelassen. Perfekt. Über eine Sekunde schneller als der zweite. 1600 Punkte, 6600 Dollar. Perfekt, das passt. Falls ihr es noch nicht wusstet, wir. Wartet mal, was steht da auf dem Shirt von dem Typen? Oh Mann, das kann ich nicht. Das kann ich nicht vorlesen. Und jetzt ja, das war's schon. Genau, das war der letzte Lauf. Ich sag ja, das geht zack, zack, zack. Wir sind wieder fast bei der gleichen Zeit wie bei wie gestern. Auch ungefähr 20 Minuten. Ist halt so, liebe Leute. Das ist... Gucken, wie es jetzt gleich aussieht. So, Renntag verlassen, perfekt. Jetzt mal gespeichert. Dann haben wir das auch durch. Und wir bleiben dann nicht die Kohle zusammen, um den VGT mal hochzuzichten. Ich bin gleich zurück, wenn der nächste Lauf anfängt. So, nächster Lauf wäre unten das. Wir haben auch wieder 6 Läufe. Wir haben 2 Wheelie-Wettkämpfe, 2 Halbmeilen, 2 Halbmeilen, 2 Viertelmeilen und 2 Wheelie.
Gut, das haben wir aber erst morgen und dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und sehen uns dann morgen schon wieder mit dem nächsten Drag Event. Bis dahin und auf Wiedersehen!